Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu meiner heutigen Tour mit dem Pedelec. Wie man hier unschwer erkennen kann, habe ich ein bisschen mehr Gepäck aufgeladen heute als bei den letzten Touren. Sprich, das Zelt ist dabei. Ich möchte eine Tour mit Übernachtung heute machen. Ist mir relativ spontan eingefallen. Gestern war Feiertag, Vatertag, habe ich eine schöne Tour im Ruhrgebiet gemacht mit Andrea zusammen. Und das hat mir so gut gefallen und hat mich so motiviert, dachte ich mir, komm, da musst du mal los jetzt hier. Muss mal gucken mit dem Zelt. Das geht doch auch. Wie gesagt, das mache ich jetzt und da starte ich jetzt hier zu Hause vor der eigenen Haustür und fahre jetzt erstmal Richtung Münster. Und von dort aus starte ich dann die Friedensroute. Und unterwegs erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu der Tour. Ich habe jetzt auch versucht, gewichtssparend zu packen. Oben ist das Zelt drin und Isomatte, Schlafsack und sowas, also alles zum Übernachten. Die Tasche wiegt 6 Kilo und die beiden Seitentaschen wiegen jeweils 5 Kilo. So, der Motor bleibt aus. Dafür gibt es den ersten Gang. Ich bin jetzt mittlerweile hier in Münster angekommen, stehe bei herrlichstem Frühlingswetter, fast schon sommerlich, ich glaube es sind gut 20 Grad hier vor dem Schloss in Münster. Wie immer, wenn ich hier bin, ist ein Baugerüst davor, aber egal. Und ich bin ganz stolz auf mich, wenn ich jetzt 17 Kilometer geradelt und ich hatte die Motorrad nicht einmal angeschaltet. Nicht mal bei der Autobahnbrücke gerade, das ist schon fast die höchste Erhebung hier zwischen Havixbeck, da wo ich wohne, und Münster hier. Nicht mal da, ich konnte der Versuchung widerstehen, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich möglichst weit mit dem Akku heute auch komme. Ja, und ich fahre jetzt erstmal weiter in die Innenstadt hier zum Friedenssaal und da startet die eigentliche Friedenstour, so wie die Strecke hier heute heißt. Hinter mir seht ihr den Friedenssaal in Münster. Hier wurde 1648 der Westfälische Frieden beschlossen. Und noch Fun Fact am Rande, heute ist der 14. Mai. Am 15. Mai 1648 wurde hier in dem Friedenssaal wurden die Niederlande gegründet. Zwar nicht in der heutigen Form, aber grundsätzlich schon, zumindest die Nordniederlande wurden damals hier gegründet. Und aus der Zeit stammt auch die niederländische Flagge. Die besteht ja heute noch so, wie sie 1648 praktisch hier beschlossen wurde. Ich habe das ja gerade in Münster schon erzählt. Ich bin recht spät losgekommen heute Mittag. Und es hat den Grund, dass ich mich drücken wollte. Ich habe mir das ja gestern schön einfallen lassen. Das war eine herrliche Tour gestern halt im Ruhrgebiet am Vatertag. Und dann dachte ich mir, oh, schönes Wetter. Hast du frei, langes Wochenende, Brückentag. Machst du eine Tour mit Übernachtung, nimmst das Zelt mit. Wunderbare Idee. Dann heute Morgen aufgestanden. Gut, Wettervorhersage hatte ich natürlich auch geguckt. Bisschen Regen war gemeldet. Es war halt ein bisschen mehr Regen heute Morgen. Ja, dann dachte ich schon so, lässt das sein, kannst du eigentlich auch nicht machen, ist doch nur Regen, es gibt doch kein schlechtes Wetter, es ist ja auch so, ich habe eigentlich ganz gute Klamotten, daran soll es nicht scheitern und daran scheitert es jetzt auch nicht. Am Mittag kam die Sonne dann so raus und hat mich praktisch aufs Pedelec gezwungen,
Ja, da bin ich mal gespannt, wo ich jetzt hier heute Nacht lande. Ich radel jetzt ja, wie gesagt, Richtung Osnabrück. Die Friedensroute, den Westfälischen Friedenssaal in Münster, den habe ich auch gerade ja gezeigt. Und die Strecke führt hier entlang der Strecke, den die Friedensreiter damals geritten sind, also mit den Botschaften. Und der Papst war wohl damals in Münster und so weiter. Da bin ich in Geschichte auch nicht so ganz bewandert. Ich bin ja auch nur Zugereister. Und jedenfalls radel ich jetzt Richtung Osnabrück. Und da wird es auch ein bisschen hügeliger. Und darum spare ich mir erstmal meinen Akku auf. Ich bin jetzt hier in Münster-Gimpt und habe diesen kleinen Dorfladen, den ihr hinter mir seht, hier entdeckt. Und da habe ich mir direkt zwei lecker Brötchen schmieren lassen von der netten Dame dort und suche mir jetzt ein nettes Plätzchen, wo ich die dann gleich genießen kann. Bin also auch schon 30 Kilometer hier unterwegs und das weitgehend mit Muskelkraft. Da bin ich ganz stolz auf mich. Und wenn ihr auch stolz auf mich seid, könnt ihr mir schon mal einen Daumen nach oben geben. Oder den Film natürlich auch bis zu Ende gucken und dann den Daumen nach oben geben. Jedenfalls, ihr merkt schon, ich bin ganz euphorisch. Ich suche mir jetzt eine nette Ecke. Und dann gibt es was zu essen. Ich habe hier eine relativ ruhige Ecke gefunden. Im Hintergrund hört man nur das sanfte Rauschen der A1. Aber sonst eigentlich ganz idyllisch hier. Da mache ich jetzt das Päuschen. Zwei lecker Brötchen und hier eine selbstgemachte Frikadelle da aus dem Dorfladen. Oh, ich freue mich total. Lecker was zu essen. Vorher noch ein kleines Zwischenfazit. Ich bin jetzt ja 35 Kilometer, noch knapp 40 jetzt schon, geradelt. Und mit dem Gepäck hinten drauf sind jetzt ja 16 Kilo zusätzlich. Ja, 5, 6, genau. 16 Kilo zusätzlich zu mir und den 29 Kilo, die das Rad ja so wiegt mit eingelegtem Akku, fährt sich ganz gut. Ich habe jetzt ja keine Frontroller hier vorne angebaut, werde ich auch nicht machen, weil dann komme ich mit meiner Kilobegrenzung vom Gesamtsystemgewicht nicht hin und muss auch nicht sein. Ich komme ja so auch zurecht und ich habe ja gelernt auf meinen letzten mehrtägigen Ausflügen mit Zelt, dass ich eigentlich immer irgendwie zu viel dabei hatte. Und in diesen Regionen, die ich mich hier bewege, im Münsterland, ich verhungere nicht, habe ich gerade auch gesehen. Also ich musste nicht für 3 Tage Konserven im Voraus mitnehmen, so wie ich das am Anfang gerne mal gemacht habe. So, aber jetzt müssen Sie ein bisschen was essen. Ich wünsche mir mal wieder einen guten Appetit. Das hätte mir auch mal gefallen, so eine Kanutour hier. Ja, liebe Leute, das ist natürlich eine Vollbremsung aus voller Fahrt wert hier. So ein Hofladen wieder mit so einem Automaten, da stehe ich ja total drauf. Hier Grillfleisch gibt es hier, Kartoffeln vom Hof, Eis aus eigener Herstellung hier. Ja, sowas kann mich ja begeistern, wenn ich jetzt nicht noch gut 50 Kilometer radeln müsste, würde ich mir direkt mal einpacken. Aber das lohnt noch nicht, ich habe mir extra vorgenommen, nicht so viel Gewicht mit mir rumzuschleppen.
Also werde ich erst Richtung Ziel für heute mir was fürs Abendbrot besorgen. Oder ich kaufe mir was Fertiges irgendwo. Imbiss in der Art. Wir schauen mal. Aber das hier ist tippitoppi, ne? Also wirklich. Kann ich nur empfehlen, hier hinter Greven, wer die Friedensroute fährt. Hier gibt's lecker was zu essen. Ich bin jetzt hier am Flughafen Münster-Osnabrück angekommen und hier ist halt eine Ladesäule verzeichnet gewesen, beziehungsweise sie ist auch da. Da steht sie auch und ich habe mein Rad auch schon angeschlossen und ich lade auch schon. Also ich habe noch nicht viel Akku verbraucht, ungefähr 20%, aber besser haben als brauchen, ne? Und die Steigungen kommen ja erst noch. Und wer weiß, wann ich die nächste finde, ne? So ist das wie mit den Rastmöglichkeiten. Wenn man die ersten schönen verpasst und auf die schöneren wartet, dann ist die Gelegenheit oft vertan. Und denke ich mit der Ladesäule auch, also erstmal hier nachladen. Und ich habe gerade schon ein bisschen Schiss gehabt, weil das ist das Impfzentrum vom Kreis Steinfurt. Und ich habe schon gedacht, eieieiei, kommst du überhaupt da dran an die Ladesäule? Ja, aber zum Glück komme ich dran. Und hier ist das gute Stück. Im Kreis Steinfurt sind die alle gleichgestaltet, dass man die auch gut finden kann. Und was die öffentlichen vom Kreis, hier von den Gemeinden und... Die funktioniert auch. Fahrrad wird geladen. Eine gute halbe Stunde habe ich jetzt hier geladen und dann geht es auch schon weiter. Ich denke auch mal, dass der Akku gar nicht 20% Verlust hatte, sonst wäre der auch noch nicht schon wieder voll. Weil ich habe ja gar kein Schnellladegerät. Ich habe ja nur das Standardladegerät, das 4 Ampere Ladegerät. Aber ich glaube, ich schaffe mir das noch an, das Schnellladegerät, weil dann geht es ja schneller. Ist jetzt mittlerweile 18 Uhr. Das wäre ja sonst so die Zeit, wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin, dass man auch mal guckt, dass man auf dem Campingplatz landet oder schon gelandet ist. Aber das brauche ich ja gar nicht erst versuchen. Ich weiß ja nicht, wann ich den Film jetzt hier online stelle, aber zu der Zeit, wo ich hier heute unterwegs bin, also am 14. Mai, haben die Campingplätze für Alleinreisende mit Zelt, also die dann Gemeinschaftsbad und sowas nutzen, vermeintlich, die haben noch geschlossen. Ab morgen sollen die wohl wieder aufmachen. Und was dann da los ist, weiß ich auch nicht. Naja, ich bin aber ja schon heute unterwegs. Hier ist eine super Pausenmöglichkeit und wenn ich nachher irgendwo abgelegen so ein Hütchen finde, da wäre ich auch nicht unglücklich. Aber wie gesagt, ich habe ja auch das Zelt dabei und da muss ich mal gucken, wenn es dunkel ist, wenn es dunkel wird, wo ich dann bin und was ich dann mache. Ich weiß es noch nicht. Irgendwas wird sich dann schon ergeben, wo ich das Zelt aufstelle oder wo ich da runterkomme. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt an so einem Campingplatz hier angekommen, zwischen Lattbergen und Längerich, und ihr seht, der Rezeption geschlossen. Wie gesagt, die Hoffnung habe ich mir auch vorher gar nicht gemacht, dass ein Campingplatz offen hat. Ist jetzt Zufall, dass ich hier vorbei reite, beziehungsweise die Strecke führt halt hier vorbei. Und normalen Zeiten, und bald hat er bestimmt ja auch wieder geöffnet. Also hier an der Tour, an der Strecke gibt es auch die Möglichkeit, auf dem Campingplatz zu übernachten. Und dieser Campingplatz hat auch diesen wunderschönen Badesee hier. Also was mich jetzt stören würde, hört ja auch im Hintergrund das Rauschen der A1. Das ist ja auch nachts eine vielbefahrene Autobahn, von daher, ich radel ja sowieso weiter.
ist ja schon ein idyllisches Plätzchen hier an den Teichen, Tecklenburg. Ich habe hier schon mal eine Wanderung gemacht, ohne E-Bike im Wald. Im letzten Sommer war das, ja. Da war ich mal hier zu Fuß unterwegs. Und das ist jetzt hier der erste sozusagen offizielle Hinweis auf die Friedensroute. Ich habe nämlich so gar kein Schild, kein Radweg, weiß ja nichts gesehen. Ich bin ja bei mir zu Hause in Habigsberg gestartet, nach Münster geradelt. Greven, Lattbergen, jetzt bin ich hier in Tecklenburg. Und mein Plan ist schon eigentlich heute noch Osnabrück und wieder ein Stück zurück. Muss ich mal gucken. Wir haben es jetzt 19 Uhr gerade gehabt. 74 Kilometer bin ich unterwegs. Da muss ich mal schauen, ob ich noch bis nach Osnabrück komme. Bin ich richtig froh, dass ich einen Motor zwischen den Pedalen habe. Ja, da komme ich auch ein bisschen in Schweiß, wie man sieht. Dann kann ich wenigstens nachher gut schlafen. Und damit ich nicht hungrig schlafen muss, habe ich mein Systemgewicht sozusagen gerade, also mein Gesamtgewicht hier um knapp 2 Kilo erhöht. Ich war bei mir Döner kaufen und auch noch bei der Tankstelle ein bisschen was zum Trinken, Feierabendbierchen. Jo. Und dann heißt es langsam mal, glaube ich, Ausschau halten, weil jetzt haben wir es, wie spät haben wir? 20.14 Uhr, denk mal so in 2 Stunden. Jetzt dunkel werden, dunkel sein, dass ich dann eine Ecke gefunden habe. Ich glaube, Osnabrück durchradeln, ein bisschen gucken und weiterfahren. Das schaffe ich heute nicht mehr. Das mache ich morgen früh dann in Ruhe. Ja, und hier in Längerich habe ich auch den nächsten Hinweis hier auf die Friedensroute gefunden. Und diese Rastmöglichkeit hier, ein bisschen fragwürdig, im fragwürdig gepflegten Zustand. Ich denke mal nicht, dass diese Platte hier dafür da ist, dass man darauf ein Zelt aufbaut. Ne? Das habe ich ja schon mal gesehen für Camping in der Eifel. Da kann man ja so Platten anmieten, hätte ich fast gesagt, hier so Zeltplätze. Ist aber auch kein Schild, dass es verboten ist. Herrlich. Die Abendstimmung ist schon, das ist schon was Tolles.
93,65 Kilometer, 20.41 Uhr. So langsam wird es auch gleich mal dunkel, denke ich mal. Und, ups, jetzt habe ich den Bildschirm falsch rumgedreht. So, jetzt kann ich mich auch sehen. Und ich glaube, ich habe meinen Zeltplatz gefunden. Ne? Das überzeugt mich doch jetzt. Ne? Das ist eine Lichtung, also mir kann auch kein Ast auf den Kopf fallen. Luftmatratze habe ich aufgepumpt. Fehlt noch der Schlafsack. Erstmal hier, ich habe so einen Kompressionssack. Wenn die ganze Luft da rauskriege, weil ich einen Down-Schlafsack habe. So. Dann muss ich jetzt auch mindestens ein halbes Stündchen warten, bis die Downer richtig hochgegangen ist. Ja, liebe Leute, der Tag neigt sich dem Ende. Es wird langsam dunkel. Meine Sony-Kamera hat einen ganz guten Restlichtverstärker drauf. Sie sieht ja mir noch recht hell aus. Es ist aber schon gar nicht mehr so hell draußen. Jedenfalls fasse ich die Tat auch so ein bisschen zusammen. Ich bin jetzt so heute Mittag ja erst losgeradelt, weil ich ja so ein bisschen regenscheu war heute Morgen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch die Strecke bis nach Osnabrück heute noch geschafft und dann wieder einen Teil schon zurück. So ist aber auch okay. Kann ja morgen noch den ganzen Tag radeln. Den brauche ich ja nicht mal. Ich dürfte ja eigentlich schon bald mehr als die Hälfte haben. Ja, ich lasse mich überraschen. Das passt ja manchmal nicht so ganz genau mit meinen Streckenplanungen, die ich mit Komoda so mache. Ja, jedenfalls erst nach Münster gerade zum Friedenssaal. War ordentlich was los in Münster. Dann weiter durch die Münsterländische Parklandschaft, so heißt es ja richtig, hier ins Osnabrücker Land. Und das war richtig schön, gerade bei dem Wetter auch. War nicht sehr viel los. Die meisten haben wohl auf die Regenvorhersage vertraut, die es ja für heute gab. Und jetzt gerade in den letzten Stunden hier zum Abend hin, diese Abendstimmung, wo auch wenig Autos noch unterwegs waren, das ist schon wirklich schön. Das hat schon richtig was von Urlaub hier heute. Ja, ich genieße jetzt noch mein Feierabendbierchen, verschwinde dann in mein Zelt, beziehungsweise ich esse gleich auch noch meinen Döner, den ich mir gekauft habe. Also mal wieder ein bisschen Hunger und sage schon mal gute Nacht. Morgen früh geht's weiter. Bis denn. Schlaf gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag bei meinem Ausflug mit Zelt auf der Friedensroute von Münster nach Osnabrück und natürlich auch wieder zurück. Ja, ich bin so langsam schon wieder am Aufräumen hier. Das Zelt habe ich soweit schon ausgeräumt. Das ist von innen jetzt mit dem Mikrofasertuch einmal komplett trocken gewischt. Auch ganz schön viel Kondenswasser von der Atemluft drin ist. Von außen ist es gar nicht so nass. Es hat ja auch überhaupt nicht geregnet und es ist auch relativ warm. Ich habe jetzt kein Thermometer dabei, aber weiß nicht, also richtig kalt ist es nicht, kein Wind. Ist super, also tippitoppi Wetter, habe ich mal alles richtig gemacht in meinem Ausflug. Ja, ich habe es von innen, wie gesagt, trocken gewischt. Und dann kommt es gleich noch in einen extra Beutel, dass man den Rest halt nicht nass macht in meinem Zeltsack, meinem Schlafsack und so weiter. Ist ja ein Down-Schlafsack, da darf keine Feuchtigkeit dran kommen. Das wäre ungünstig. Ja, Kaffee habe ich mir auch schon gekocht und das ist auch mal ganz wichtig, dass ich morgens meinen Kaffee bekomme, auch wenn ich unterwegs bin mit dem Zelt, mit dem Fahrrad. Ich habe ja meinen Ortlieb Outdoor Kaffeefilter dabei, da kann ja nichts passieren. Ich habe die Stelle, wo ich das Zelt stehe, natürlich ordentlich hinterlassen. Das Fahrrad ist wieder gepackt. Kann es weitergehen. Kaffeebecher natürlich nicht vergessen. Ne? Der muss mit.
Dieses Schild kommt jetzt in die Sammlung seltene Straßenschilder. Jetzt hier am Dom in Osterbrück angekommen. Samstagmorgen, Markttag. Und ich radel jetzt noch rüber zum Zielpunkt hier in Osterbrück, zum historischen Rathaus. Ich habe jetzt hier in Osnabrück noch eine Lademöglichkeit gesucht, bin jetzt hier bei den Stadtwerken gelandet, aber alles nur Typ-2-Stecker-Lademöglichkeiten, also für Autos. Ich habe da schon im Hinterkopf, dass ich mir da was organisiere, dass ich da auch mein Rad laden kann an so einer Typ-2-Ladesäule, weil die sind eigentlich recht regelmäßig. Ich habe jetzt, also das ist die dritte Station hier, die ich jetzt abgeradelt habe in Osnabrück, und die ersten beiden waren gar nicht vorhanden. Tja. Das ist nicht so schön. Also fahre ich wieder raus aus Osnabrück. Ich bin mir ganz sicher, hier gibt es garantiert irgendwelche Lademöglichkeiten. Bloß sie sind nicht da verzeichnet, wo ich sie suche. Das ist natürlich dann, also mal wieder bei Fahrrad.de habe ich gesucht. Und auch bei Google Maps. Ne? Spätestens da sollten sie ja zu finden sein. Naja. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier in Hagen und Teutoburger Wald angekommen. Und so wie es aussieht, habe ich Glück. Da sind die Steckdosen. Ich kann meinen Akku da einschließen. Heißt, ich kann mir sogar ein bisschen den Ort angucken. Ich muss gar nicht dabei bleiben, weil ein bisschen wird das schon dauern. Immer ein, zwei Stündchen werde ich wohl laden dürfen. Ich war mal wieder richtig schlau bei der Vorbereitung der Tour. Ich hätte nämlich kein Vorhängeschloss mitgenommen. Habe ich nicht den Film gemacht, E-Bike-Ladestation im Sauerland und von wegen immer ein Schloss dabei haben. Naja, jedenfalls mein Akku ist jetzt da in der E-Bike-Station und der nette Herr da in der roten Jacke, der ist ja wohl Kandidat für Landtagswahl, sowohl in Niedersachsen irgendwie oder Kreistagswahl. Und der hat mir gerade erklärt, dass eigentlich kaum jemand diese Ladestation benutzt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass da auch jetzt keiner reinguckt und meinen Akku rausholt. Ich bin ja auch nicht weit weg und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Da haben wir nämlich Brötchen besorgt. Ich habe heute Morgen ja schon geguckt. Das ist ein bisschen lauter, das kenne ich ja auch von heute Nacht, von der Bahnstrecke. Von daher stören mich die Autos jetzt hier auch nicht. Abrupter Szenenwechsel. Auch wenn der Himmel jetzt im Hintergrund und die Sonnenstrahlen was anderes vermuten lässt, bin ich gerade einmal so richtig nass geworden. Ich habe jetzt anderthalb Stunden da in Hagen am Teutoburger Wald den Akku geladen. Da kam mal so ein richtiger Schauer runter und die Wettervorhersage verheißt auch nichts Gutes, sodass ich mich jetzt entschlossen habe, nicht mehr auf der Originalstrecke hier weiterzufahren. Da hätte ich jetzt noch 60 Kilometer bis Münster wäre ich noch gefahren und dann nach 20 nach Hause, sondern direkten Kurs von Hagen nach Hause mir jetzt hier eingespeichert habe bei Komoot. Das sind so 55 Kilometer. Und das reicht zum Nasswerden auch. Da kommt noch richtig was runter gleich. Und darum habe ich mich ein bisschen, wasserdicht ist es ja nicht, aber hier wasserabweisend. Swobo der Frosch. Eingepackt. So, auf geht's im Regen. So ist es jetzt wieder wunderschön, aber ich behalte meinen Froschanzug jetzt an.
Vielleicht ist das ja ein gutes Vorzeichen. Jetzt geht die Party los. Und ich freue mich total, denn die Regenhose war richtig teuer. Und ich habe die bis jetzt eigentlich kaum genutzt. Das Hagel. Ja, wie gut, dass ich ein Fahrradhelm trage. Ich sehe blau am Himmel. Hurra! Und die Wolken sehe ich im Rückspiegel. Das kann ich gar nicht wieder zeigen. Könnt ihr das sehen? Der Himmel ist wieder richtig schön blau, sodass ich mich für die letzten Kilometer jetzt hier auch die Regenkleidung wieder ausziehen kann. Und ich guck mal, wie nass ich unter der Regenkleidung geworden bin. Weil so kalt ist es nämlich gar nicht und ich bin jetzt wie viel gefahren. 39,8 Kilometer bin ich jetzt mit der Regenkleidung gefahren. Und dann schaue ich mal, wie atmungsaktiv die ist. Also dicht ist sie. Also ich will jetzt nicht, dass irgendwie was durchgekommen ist. Ich bin natürlich so ein Experte. Ne? Ich habe die Regenklamotten jetzt gerade weggepackt. Dann hat mir der Regenradar hier die Magen gelassen. Und der Himmel sagt das eventuell auch. So, mir wird jetzt keine Restreichweite mehr angegeben, also Akku leer. Aber ich fahre munter weiter hier in meinem Sportmodus. Jetzt habe ich mich die ganzen letzten Stunden hier total angestrengt im Eco-Modus. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ja, super. Oh Mann. Ja, aber hat mir bestimmt nicht geschadet. Mittlerweile bin ich jetzt wieder zu Hause angekommen, habe mich auch ein bisschen frisch gemacht, ein bisschen ausgeruht und fasse mal den Tag heute bzw. die ganze Tour noch ein bisschen zusammen. Insgesamt war ich in den letzten 26 Stunden jetzt 10 Stunden auf dem Rad und habe gut 182 Kilometer gefahren. Eigentlich wollte ich ja keinen Marathon machen oder jetzt kein Rennen fahren, aber ist es dann im Endeffekt jetzt doch irgendwie geworden. Ne? Ich habe das doch schon ziemlich ausgereizt da, das Rad, dass ich immer ziemlich hohe Geschwindigkeiten gefahren bin, 18,5er Schnitt. Das fahre ich sonst ja bei Touren bei weitem nicht. Da liegt es immer so zwischen 12 und 14 km, wenn ich mit Gepäck unterwegs bin. Aber ich wollte heute auch mal ausprobieren, beziehungsweise gestern auch, bei dieser Tour ausprobieren, wie sich das Ganze fährt. Mit Gepäck, das hatte ich ja zugeladen, das waren 16 Kilo auf dem Gepäckträger zugeladen. Das wollte ich mal gucken, fährt sich super. Hat mich so jetzt nicht gestört, vom Schwerpunkt her. Wenn Taschen sehr hoch sind, wenn die hochhängen und wenn die ziemlich voll sind und auch der Sack oben drauf, kann das schon mal einen hohen Schwerpunkt machen. Dann kann das schon mal so ein bisschen beim Kurvenfahren ein bisschen kippelig werden. Ist es aber nicht.
Hat jetzt auch keine Frontrollertaschen dran, die würden es noch kippeliger machen. Das war so okay, das kann man wirklich gut fahren, auch bergab in den flotteren Passagen, da habe ich es ja auch mal richtig rollen lassen bis 50 km/h. Das ging wunderbar, der Test war sehr positiv. Ich sitze auch super bequem, ich habe diese Parallelogrammstütze unterm Poppes. Das ist eine super Sache und vorne die Federgabel, die habe ich ausgestellt, das ist da nix Feder, das war mir zu schwammig. Wenn mal richtiges Gelände kommt, dann mache ich die vielleicht an, so aber nicht. Ja, heute der Tag nach meinem Campingplatz, als ich dann losgefahren bin, war ja ein bisschen frisch heute Morgen, aber trotzdem wunderbar, 16 Kilometer bis nach Osnabrück. Osnabrück, dann direkt ja zum Rathaus, historisches Rathaus, war ja nicht so viel los, da kann man ja schön ein bisschen filmen, den Dom haben wir noch kurz gesehen. Dann habe ich eine Ladestation für E-Bikes gesucht. Ich habe mir wieder die App von Fahrrad.de runtergeladen, weil ich einfach nichts anderes gefunden habe, was empfohlen wird, wo man Ladestationen findet. Da habe ich ja vor 2 Jahren im Sauerland schon meine schlechten Erfahrungen mitgemacht, die habe ich jetzt auch wieder gemacht. Da waren 3 Ladesäulen oder 3 Lademöglichkeiten verzeichnet, die es gar nicht gab. Auch an den Stadtwerken in Osnabrück kann man alles laden, nur kein E-Bike. Das find ich ein bisschen schade, aber da habe ich mir jetzt ja schon Gedanken gemacht, weil ich habe mich auch ein bisschen umgehört. Das machen andere Leute und Ladestationen für Autos, für Elektroautos gibt es ja fast an jeder Straßenecke mittlerweile. Und darum werde ich mir da einen Adapter besorgen, dass ich da mit diesem sogenannten Typ-2-Stecker an der Autoladesäule dann auch mein Fahrrad laden kann. Denn das ist ja so ein Problem. Wenn ich auf dem Campingplatz fahren würde, hätte ich nachts mein Rad vollgeladen. Wunderbar, kann ich nächsten Tag weiterfahren und da reicht die Reichweite ja auch eigentlich völlig aus. Das hatte ich jetzt aber ja nun mal nicht. Gestern war am Flughafen vollgeladen, da war ja noch nicht so viel raus. Danach bin ich dann deutlich mehr mit Unterstützung gefahren, wo es dann hügeliger wurde. Und das habe ich ja heute in den 1,5 Stunden, als ich dann da in dem Ort, ich habe es ganz vergessen, wie er heißt, Hagen am Teutoburger Wald geladen habe, ja nicht wieder reingeholt. Ne? Und das hat am Ende jetzt gefehlt. Akkuanzeige war ja Reichweite am Ende, als ich angekommen war. Jetzt habe ich das Ladegerät drangehangen und weil sind wir schnell am 2. Balken angekommen. Und normalerweise braucht der ja knapp ein Stündchen, um einen Balken vollzuladen. Und das sagt mir, dass der Akku dementsprechend auch noch Energie hatte. Er hat sie mir halt nur nicht angezeigt. Ne? Ich hätte also noch munter weiterfahren können, aber ich wollte jetzt auch nicht überreizen. Das ist ja auch Stress für so einen Akku, wenn man den ganz leer fährt. Aber das war ja auch Sinn und Zweck des Tests, um mal zu gucken, wie ich mit dem Ganzen da zurechtkomme. Also wenn ich mal auf dem Campingplatz übernachte, wo eine Steckdose ist oder wenn Gastronomie wieder offen hat, dann braucht man auch keinen Typ-2-Adapter. Dann kann man sich auch in die Gastronomie setzen und hier und da ein bisschen laden. Und ich brauche ein schnelleres Ladegerät. Dann habe ich auch ein Problem weniger. Dann geht es natürlich auch flotter mit dem Laden. Und ich könnte natürlich mein ganzes Systemgewicht noch verringern. Ich war jetzt ja ziemlich am Limit da, 142 Kilo darf ich ja mit dem Rad und ich war jetzt bei 139, glaube ich, als ich unterwegs war, ja. Ich könnte natürlich abnehmen, ne? Wenn ich 20 Kilo abnehme, dann bräuchte ich auch weniger Energie, dann könnte ich auch weiter fahren mit dem Fahrrad, ne? Aber das ist, glaube ich, einfacher, mir einen Adapter für die Ladesäule zu besorgen. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Tour ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen unterhaltsam für euch. Ich bin jetzt ein paar Erfahrungen reicher geworden, freue mich schon auf eure Kommentare und schon auf die nächste Sache, die mir dann irgendwann einfällt. Ich weiß es noch nicht, diese Tour ist mir auch erst einen Tag vorher eingefallen, dass ich eine machen will und die Tour selber, die Strecke erst am Morgen, gestern Morgen. Ich schau mal, was mir als nächstes in den Kopf kommt und sage Tschüss und bis dahin bleibt gesund, euer Swobo.